80 Tage eingeschlossen auf einer Skihütte. 1987, 01, 12. Ein Tonjournal der Musicbox. Seltsame Dinge sind geschehen. Ich schicke dir diese Kassette, diese Botschaft, damit du vielleicht nachempfinden kannst, was seit Tagen in meinem Kopf umhergeht. Immer wieder an die Schädeldecke pocht, als versuche es, seinen Auslass zu finden. Die ganze Nacht bin ich wach gelegen. Ich habe seit Wochen kaum geschlafen, seit dem Tag, als ich Fischgott kennenlernte. Ich erinnere mich noch genau, es war bei einer Party, in die ich durch Zufall gestolpert bin. Er kam auf mich zu, ein hagerer Kerl mit Spiegelsonnenbrillen, die seine Augen nicht erkennen ließen. »Gestatten, Fischgott«, sagte er. »Konrad Fischgott, mein Name.« »Angenehm«, sagte ich, »Walter Gröbchen.« »Ich habe sogar noch die Musik im Ohr, die auf dieser Party plärrte, als wir uns kennenlernten.« Flotte Musik, was? Begann ich ein Gespräch. Peter Zarembas Love Delegation, eine Party mit 33 Drittel Umdrehungen pro Minute. Konrad Fischgott zog die Mundwinkel herunter. Schon mal was von den Flashtones gehört? Ich nickte, klar doch, Mann. Fischgott verstand eine Menge von Musik, das erkannte ich instinktiv. Naja, Zuckerwattenpop halt, schwächte ich ab. Es gibt Leute, die meinen, Zuckerwatte stinkt. Fischgott rümpfte die Nase. Diese Leute stinken selbst, bemerkte er trocken und zog eine Platte aus einem Plastiksackerl mit der Aufschrift Ostsee, 33 Mal in Österreich. Offensichtlich hatte er seine eigene Plattenauswahl zu dieser Party mitgebracht. Was ist denn das, wollte ich wissen. Eine musikalische Zaubertinktur, gab er zurück. The Fatal Flowers bringt Betroffenheit in jeden Ballsaal. Night. You won't have been.
looking for a place to hide. You never would have known about this guy and all his tricks that made you lie. That had been raining the night, you won't have been looking for a place to hide. Oh, and I won't be out here in the corner of this ballroom wondering about you and about the things you're doing. Oh, and sometimes Fatal Flowers, von denen habe ich noch nie gehört. Ich war hilflos und versuchte es mit einem breiten Lächeln zu verbergen. Was macht das schon, bemerkte Konrad Fischgott und kramte weiter in der Plastiktüte. Eine Menge toller Bands wächst im Dunkeln, im Hinterhof. Oder in der Gruft, sagte ich. Weißt eh, dort, wo die Gruftis wohnen. Fischgott nahm den versuchten Scherz nicht wahr. Nick Cave, das ist so ein dunkler Prinz, gab ich mich informiert. Hast du gewusst, dass den Hausfrauen neuerdings beim Staubsaugen hören? Fischgott glotzte mich an. Ich konnte nach wie vor seine Augen hinter den Spiegelgläsern nicht erkennen, aber es mussten Augäpfel so groß wie Tennisbälle sein, mit denen er mich anglotzte. Ich habe keine Ahnung von dem, was gerade läuft, sagte Fischgott. Ich kenne die zeitgenössische Szene nicht. Dafür habe ich eine Ahnung von The Contemporary Scene. Das ist eine tolle Nummer von Mood Six. Aber von dieser Band hast du wahrscheinlich keine Ahnung. Ich glotzte zurück mit aller Kraft, die ich noch besaß. Play with toys, now play with fears. They're looking
Six. Gut, können wir abhaken. Konrad Fischgott war ab unserer Unterhaltung hitzig geworden. Er streifte die Handschuhe ab. Schon mal was von Beethoven gehört? Was hat dieser undefinierbare Lärm mit Beethoven zu tun, fragte ich schon leicht erregt. Fischgott dagegen war die Ruhe in Person. Nun mit Ludwig van nichts, dafür mit Pink Floyd. Interstellar Overdrive, eine meiner Lieblingsnummern, bearbeitet von Kemper van Beethoven. Das ist so eine amerikanische Witzband. Sehr witzig, fand ich, mit säuerlichem Gesichtsausdruck. Fischgott stopfte seinen Plastiksack mit Kartoffel und Mikrochips voll. Aber ich nahm davon keine Notiz. Schluss, aus mit diesem Lärm. Syd Barrett würde Kemper van Beethoven die Hosen versohlt haben, wenn er das zu Gehör bekommen hätte. Fischgott schien diese deutliche Sprache zu verstehen. Er hob den Tonarm des Plattenspielers und ließ ihn demonstrativ auf einen anderen Cut derselben Platte fallen. Nimm das. Das ist für Rechtsanwaltsaspiranten wie dich. Crooks and criminals, there are
Some guys are good guys, some are bad guys. Das ist eine universelle Weisheit, geriet Konrad Fischgott ins Philosophieren. Mir stand der Sinn nach anderem. Komm mit nach Nehmann, sagte ich zu ihm. Dort gibt's was zum Vernaschen. Die Freundin des Gastgebers dieser seltsamen Party. Fischgott begann, seltsame Geräusche von sich zu geben. Ein Hecheln und kehliges Stöhnen. Okay, nichts wie rüber. Wir platzten mitten in einen Vortrag über ungarische Volksmusik. Matthias Schweger, ein Typ, den ich flüchtig kannte, stand da und hantierte mit Schallplatten. Meine Damen und Herren, Sie sind glücklich genug, in der Lage zu sein, eine Platte auf Ihren Plattenspieler zu legen, die wie eine Platte aussieht, sich dreht. Es ist unsere Platte. Der Bizottság körülbelül 5 év óta játszik, így mint Bizottság. Egyébként Katastrophe, zenét játszik, Psychopop, Rockot. Wenn man im Westen, abgesehen von Omega, überhaupt eine ungarische Gruppe kennt, dann höchstens Bizottság, deutsch Komitee. Die einzige anerkannte Underground-Band, offizieller Beitrag Ungarns zur Biennale de Paris 1985. Seit 6 Jahren besteht die Gruppe, die laut Sänger Lazo Lugosi Katastrophen, Panik, Freizeit, Psycho-Rock-Pop macht. Was allerdings von der momentanen Geistesverfassung der Musiker abhängt. Nach einigen Problemen mit dem Namen Komitee, der eine Anspielung auf das gleichnamige oberste Parteiorgan ist, veröffentlichte die einzige staatliche Plattenfirma Hungaroton 1983 die erste LP von Bizottság, zu einer Zeit, als gerade die ersten Gerichtsurteile über Punkgruppen gefällt wurden. Grund dafür dürfte das klamaukhafte Gehabe sein. Bei ihrem bisher ersten Österreich-Konzert vor 2 Jahren in Wien wurden sie dann auch prompt mit Radiwaberl verglichen. Exzessive Bühnenshow, Verkleidungen, Geschrei. Ein echter Zugang bleibt verschlossen. Alle Texte sind ungarisch. Ich spreche auch mit meiner Katze ungarisch. Sie kann die Sprache sicher nicht und versteht mich trotzdem. Alles hat irgendwie mit Schamanismus zu tun. Bizottság ist ein spezieller ungarischer Spiegel. Aber er spiegelt auch universelle Dinge wider, also speziell und universell zugleich. Tükröz. 40.000 Stück verkaufte das Komitee von seiner ersten LP. Die zweite war der Soundtrack zu einem wahnwitzigen Videofilm namens Eiscreme Ballett, der derzeit in Ungarn verboten ist. Aus diesem Soundtrack stammt auch die Nummer Fekete Creme, schwarze Creme. Lazo Lugosi singt, dein Körper ist ja schon voll schwarzer Creme, die Klappmesser warten noch in einem dunklen schwarzen Loch. Drágám, de kettős élet.
as it is. All elegance much too far. Back at the Während Schamanismus für Bizotschak nicht viel mehr ist als ein Gag, ist er für eine andere Gruppe Programm. Vaktaso Halotkemik, die rasenden Leichenbeschauer. Schon im Namen der Gruppe, die rasenden Leichenbeschauer, ist das Ziel versteckt. Wir wollen die Welt und die Menschen wieder lebendig machen, die Eingeweide herauslassen. Sänger der Gruppe ist Dr. Ottilor Grandpierre, international anerkannter Astronom, Dichter und Verfasser von Essays in Kunstzeitschriften mit Titeln wie Punk als Wiedergeburt schamanistischer Volksmusik. Die übrigen Gruppenmitglieder sind Atom- und Teilchenphysiker. Schon 1981 erschien ein erstaunliches Stück Vinyl. Fixed Planet, an international record. Der Plan lud ein und Gruppen aus aller Welt antworteten auf die Frage What's next, humans? Wie geht's weiter, Menschen? Hier die Antwort der rasenden Leichenbeschauer. Hey, my babe! Hey, let's go, my baby! Take care of my baby! In Ungarn gab es eine Hochkultur, die mit dem Schamanismus große Ähnlichkeit hat. Diese Hochkultur wurde in den letzten 1000 Jahren underground. Wir wollen die lebendig machende magische Wirkung dieser schamanistischen Volksmusik wiederherstellen, denn das eigentliche Bestehen und die Zukunft der Menschheit hängt von dieser magischen Verbindung ab. Konzerte der rasenden Leichenbeschauer sind Rituale, mal in weißen Ärztekitteln, an denen rohes Fleisch hängt, mal in Plastik verpackt zelebriert. Playbacks von Tierstimmen, vorzugsweise Wale und Wölfe, werden eingesetzt und seit kurzem verwenden sie auch Statuen des Doyen der ungarischen Bildhauer-Avantgarde, Görgi Galantai, mit denen man Klänge erzeugen kann. Ungarische Spezialität Nummer 3, die Verquickung von Musik und Film. Bizotschak, die Regisseure von Eiscreme Ballett und die rasenden Leichenbeschauer, treffen sich wieder in Gabor Bodis Film Nachtlied des Hundes. Und auch der Sänger der Gruppe Siami Siami, Siamesen Siamesen, ist ein anerkannter Filmemacher. Bloß mit Politik hat man nichts am Hut. Aus gutem Grund, wie Siamesen-Gitarrist Janusz Gaschner erklärt. There are very problems. Wir haben Probleme. Wir können keine Platte machen, wir können nur in Kellern auftreten. Aber wir wollen die Musik in diesem Land verändern. Wir wollen bessere Augen, bessere Ohren, bessere Seelen für unser Publikum. Und vielleicht können wir auch etwas in diesem Land ändern. Wir wollen etwas in diesem Land ändern. Az élet összeroppan is, és az álom szép szerető is, és az utolsó szeretkezés, még százezer túlélés, és százezer utolsó is. Nincs több lehetőséget, hogy élj, és hogy félj. És
1907. Még. És 1984. És Survivor. Ich bin ein heroischer Typ. Hier in Ungarn ist das der Überlebende, sagte Janusz Kaschner Weihnachten 1985, ausgerechnet in jenem Kaffeehaus, in dem 1848 der Führer der Revolution, Petőfi, seine 12 Punkte proklamierte. Und genauso, nämlich Petőfi, heißt die neu erbaute Budapester Halle, in der Siamesen Siamesen zwei Monate später vor über 2000 Besuchern auftreten. Überlebensgroße Videoprojektionen an den Wänden und auch Hungaroton ist dabei. Live-Mitschnitt. Die rasenden Leichenbeschauer schaffen wenig später sogar 3000 Leute in diese Halle. Beide Gruppen produzieren derzeit Platten bei Hungaroton. Die Leichenbeschauer haben gerade eine Deutschland-Tour hinter sich. Das Komitee plant eine LP bei einem holländischen Independent. Von ihnen kommt auch die nächste Nummer. Ihr Hit, Liebe. Minek, 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 már megint csak őt látom mindenütt, már megint csak őt hallom mindenütt, minek, minek. Ferner Planet. Weißt du, sagte Fischgott plötzlich, das All, der Weltraum, ist nicht leer. Alle heiligen Zeiten flitzt ein Wasserstoffmolekül vorbei. Wenn du ein paar Milliarden Jahre dort sitzt und die Partikel einfängst, kannst du damit eine Sauerstoffflasche füllen. Ich hatte keine Ahnung, worauf Fischgott hinaus wollte. Und tief unten, sagte er, im Untergrund, da wohnen die Palukas. Seltsame Wesen mit Stummelflügeln und dreifach geschlitzten Stimmbändern. Ich muss wohl ziemlich blöd dreingeschaut haben. Fischgott lachte. Schmeone, die Palukas sind die beste britische Band seit Zootmannes Big Roll Band. Thank you.
on the sorrow, and I'm sad as a man can be. I sit alone in the darkness of this lonely room. This room is a prison to me. See a bird, a open tree, and then I wanna be free, like a bird in the trees. I wanna be free, like a bird in the trees. Some tree runs a foot by wheel of our shine. Got my girl Salome. All right. Uh-huh. All right. Es ist Wochen her, da war ich mit Fischgott im Kino, im Film Eraserhead von David Lynch. Vielleicht weißt du Bescheid. Mir standen die Haare zu Berge, wie Eddie, dem Protagonisten dieses seltsamen Streifens. Fischgott dagegen war sehr angetan vom Film. Er schien sich wohlzufühlen und räkelte sich im Kinositz, einem klappbaren Folterstuhl aus Hartholz. Dabei schnalzte er hin und wieder mit der Zunge. Nach dem Kinobesuch gingen wir in Fischgotts Wohnung. Ich hatte ihn gebeten, mir den Film zu erläutern. Während er sich an seiner altertümlichen Musikanlage zu schaffen machte, bewunderte ich Fischgotts Bildsammlung, die er im umgebauten Tiefkühlfach seines Kühlschranks angelegt hatte. »Ach was, Eraserhead«, hörte ich ihn murmeln. »Hast du schon mal was von The Fountainhead gehört?« »Nein«, sagte ich. »Diesmal standen ihm die Haare zu Berge.« We'll be right back.
Ich hatte erstmals Gelegenheit, mich in Konrad Fischgotts engstem Lebensbereich näher umzusehen. Seine Wohnung glich einer Höhle. Die Fenster hatte er mit dunklen, grob gewebten Tüchern verhängt und es war kalt, sehr kalt, mich fröstelte. Gehen wir nach nebenan, sagte er, da ist es wärmer, da halte ich mich am liebsten auf. Der Raum war karg möbliert, ein Kasten, ein Bett, Bilder von Bräuchel und Hieronymus Bosch an den Wänden, die allerdings vom Licht einer nackten 20-Watt-Birne kaum erhellt wurden. Auf dem Boden lagen Stapel von Büchern, Philipp K. Dick, Boris Vian, Edgar Allan Poe. Daneben Stöße zerlesener, zerfledderter Zeitungen und Magazine, meist ausländischer Herkunft. Die brauche ich zum Einheizen, erläuterte Fischgott. Ich nickte. In einer Ecke auf einem altarförmigen Podest befand sich die Musikanlage. Ein klobiger Verstärker, der nur einen Einschaltknopf besaß, und ein Plattenspieler, dessen Gummitreibriemen Fischgott mit geübten Bewegungen justierte. Ist was für Puristen, meinte er. Was willst du hören? Ich blickte mich um. Er besaß hunderte Schallplatten. Ich kannte wenig davon, griff irgendeine heraus. Fischgott nickte. Eine gute Wahl. John Hassell. Glaub nicht, was dir die Leute vom Radio sagen. Sie wollen dir ihre Meinung andrehen, wie ein aufdringlicher Vertreter an der Tür. Fischgott geriet offensichtlich in Rage. Die bittere Wahrheit ist, dass sie die Musik nicht lieben, dass sie Pfropfen aus Schmalz in den Ohren haben. Ich zuckte mit den Achseln. Fischgott meinte, er höre fast nur noch Jazz und Schlager aus den 50er Jahren. Er schien mir nicht gerade plausibel, das. Diese ungarische Band aus Schwegers Vortrag, die war ganz gut, rief er mir noch zu und verschwand in einem Nebenraum. Angeblich wollte er duschen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich weiter umzublicken. In einem Eck lag eine zerbrochene Jesus and Mary Chain Single. Gleich daneben eine Pillenschachtel. Trill mit Jodeself-Körnchen schützt nach Strahlenunglücken gegen die Erkrankung der Schilddrüsen. Ich begann, die Kastentüren zu öffnen und einen Blick in die Laden zu werfen. Irgendwo hinten unter allerlei undefinierbarem Ramsch entdeckte ich dann eine Schallplatte, die Fischgott offensichtlich zu verbergen versucht hatte. Geisterfahrer, eine deutsche Band. Ich hasse deutsche Bands. Aber das war, bei Gott, die beste Musik, die ich seit Dekaden gehört hatte. Thank you.
Fischgott. Diese Platte trug wahrhaftig den Namen meines seltsamen Freundes. Eine Botschaft. Was ist das? Was ist das für eine Band, Geisterfahrer, rief ich. Aber es kam keine Antwort. Ich schrie, ich suchte die Räume ab. Keine Spur von Fischgott. Er musste Hals über Kopf getürmt sein. Ich habe Fischgott nie wieder gesehen. Seine Wohnung wurde versiegelt und ich habe seine Plattensammlung ersteigert. Seit Wochen höre ich mich durch einen Berg von Platten. Was du hier und heute gehört hast, war eine kleine Auswahl. Ich weiß, dass sie dein Gefallen finden wird und grüße dich. PS, eine seltsame Veränderung geht in mir vor. Ich fühle mich seit Tagen krank und das Schuppenshampoo hilft auch nichts mehr. Sie hörten ein Tonjournal, Gestaltung Walter Gröbchen, Stimm- und Wortbeiträge von Matthias Schweger, Technik Bruno Capella. Grüß Fischgott.